Dich oder dir? Dich Akkusativ, dir Dativ. Setzen wir ein. Aus dir werde ich nicht schlau. Ich richte mich nach dir. Sie hat es durch dich erfahren. Ich habe vor dir keine Angst. Er wird sich um dich kümmern. Sie ist in dich verliebt. Warum ist sie immer gegen dich? Und noch einmal. Aus dir werde ich nicht schlau. Ich richte mich nach dir. Sie hat es durch dich erfahren. Ich habe vor dir keine Angst. Er wird sich um dich kümmern. Sie ist in dich verliebt. Warum ist sie immer gegen dich? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Die Pronomen. Nominativ. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie. Akkusativ. Mich, dich, ihn, sie, es, uns, euch, sie, sie. Dativ. Mir, dir, ihm, ihr, ihm, uns, euch, ihnen, ihnen. Und noch einmal, Nominativ, ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie. Akkusativ, mich, dich, ihn, sie, es, uns, euch, sie, sie. Dativ, mir, dir, ihm, ihr, ihm, uns, euch, ihnen, ihnen. Und noch einmal. Ich, mich, mir, du, dich, dir, er, ihn, ihm, sie, sie, ihr, es, ihm, wir, uns, uns, ihr, euch, euch, sie, ihnen, ihnen und sie, ihnen, ihnen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, hier vergleichen wir ein, eine, einer, einen, einem und eines mit mein, dein und sein. Mein, meine, meiner, meinen, meinem, meines. Dein, deine, deiner,
deinen, deinem, deines. Sein, seine, seiner, seinen, seinem, seines. Und noch einmal. Ein, eine, einer, einen, einem, eines. Mein, meine, meiner, meinen, meinem, meines. Dein, deine, deiner, deinen, deinem, deines. Sein, seine, seiner, seinen, seinem, seines. Wir können hier zum Beispiel bei einem, meinem, deinem und seinem dieselbe Endung feststellen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao! Was ist das? Rechts seht ihr einige Bilder. Das ist ein Fußball. Das ist ein Geschenk. Das ist ein Teddybär. Das ist ein UFO. Das ist Japan. Hier steht kein Artikel. Das ist ein Bankautomat. Das ist ein Handy. Das ist ein Rucksack. Das ist eine Sonnenbrille. Das ist eine Maus. Und noch einmal. Das ist ein Fußball. Das ist ein Geschenk. Das ist ein Teddybär. Das ist ein UFO. Das ist Japan. Das ist ein Bankautomat. Das ist ein Handy. Das ist ein Rucksack. Das ist eine Sonnenbrille und das ist eine Maus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao! In diesem Video setzen wir ein am, im oder um. Im Winter. Am Vormittag.
Um Viertel vor vier. Am Mittag. Am Samstag. Im April. Um 19 Uhr. Und noch einmal. Im Winter. Am Vormittag. Um Viertel vor vier. Am Mittag. Am Samstag. Im April. Um 19 Uhr. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Woher, wo und wohin? Das Café, in dem ich sitze. Woher kommst du? Ich komme aus dem oder vom Café. Woher kommst du? Ich komme aus dem oder vom Café. Wo bist du? Ich esse im Café, zum Beispiel einen Kuchen. Wo bist du? Ich esse im Café. Wohin gehst du? Ich gehe ins oder zum Café. Wohin gehst du? Ich gehe ins oder zum Café. Ich bin im Café dort. Das heißt, ich bin im Café, das dort ist. Und noch einmal, woher kommst du? Ich komme aus dem oder vom Café. Wo bist du? Ich bin im Café. Wohin gehst du? Ich gehe ins oder zum Café. Ich bin im Café dort. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao! In der S-Bahn setzen wir ein mit, zum, über, vom, der, den, dem. Sie fährt mit der S-Bahn, Dativ, vom Zentrum, Dativ, über den Hauptbahnhof, Akkusativ, zum Flughafen, Dativ. Und noch einmal. Sie fährt mit der S-Bahn vom Zentrum über den Hauptbahnhof zum Flughafen.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Fragewörter. Setzen wir ein. Warum stört er dich? Wonach stinkt es hier? Worum geht es? Wodurch hast du es erfahren? Was fürchtest du? An wen erinnerst du dich? Über wen lachst du? Und noch einmal. Warum stört er dich? Wonach stinkt es hier? Worum geht es? Wodurch hat er es erfahren? Was fürchtest du? An wen erinnerst du dich? Über wen lachst du? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video setzen wir Präpositionen und Artikel ein. Ich gehe heute nicht in die Arbeit. Sondern bleibe zu Hause. Ich fahre nicht mit der U-Bahn. Von mir zu Hause, von mir zu Hause zur Arbeit oder in die Arbeit. Sondern bleibe lieber im Bett. Und noch einmal. Ich gehe heute nicht in die Arbeit, sondern bleibe zu Hause. Ich fahre nicht mit der U-Bahn von mir zu Hause zur oder in die Arbeit, sondern bleibe lieber im Bett. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao.